Commander, tut mir leid, ich hatte seit dem Start noch keine Zeit, mich bei Ihnen zu melden. Freut mich, dass ich an Bord sein darf. Und ich muss mich entschuldigen. Ich bin wegen einer persönlichen Sache ein wenig unkonzentriert. Aber es wird meine Pflichten nicht beeinträchtigen. Der U-Man sagte, Sie wollten mich sprechen. Worum geht es, Jacob? Wie gesagt, es ist eine persönliche Sache. Ich will unsere Zeit nicht vergeuden, wenn sich das Ganze als fruchtloses Unternehmen herausstellt. Aber... Nun, ich habe neulich Nacht Nachrichten von einem Geist erhalten. Familie. Ich höre zu. Mein persönliches Log erhielt eine Meldung über die Hugo Gernsback. Das Schiff, auf dem mein Vater gedient hat. Es hat letzte Woche ein SOS-Signal gesendet, dass es abgestürzt ist und nun Rettung anfordert. Shepard, dieses Schiff ist vor 10 Jahren verschwunden. Ich hatte davor 3 Jahre lang keinen Kontakt mehr zu meinem Vater. Ich habe alles, außer seine Leiche, begraben. Es könnte einfach nur ein automatisches Notsignal sein. Es ist immerhin schon sehr lange her. Ich hatte erwartet, dass Sie aufgeregter sind. Immerhin ist Ihr Vater möglicherweise noch am Leben. Ich habe ihn zu selten gesehen, um schlechte Erinnerungen an ihn zu haben. Es ist eine alte, gut verheilte Wunde. Aber wenn er wirklich noch lebt und Hilfe braucht... Ich möchte noch erwähnen, dass es nicht dem Protokoll entspricht, Notsignale zu Normandy weiterzuleiten. Dieses ging über die Cerberus-Filter an mein persönliches Log. Gibt es einen Hinweis, dass das Ganze mit Cerberus zu tun hatte? Wer hat Ihnen das Signal geschickt? Ich bezweifle, dass der Unbekannte eine Operation so lange ruhen lassen würde. Wenn es eine Verbindung gibt, geht es vermutlich nur um Geld. Cerberus unterhält zahlreiche Unternehmen, um Projekte zu finanzieren wie... Naja, wie Sie. Und wer immer mir das geschickt hat, hat seine Spuren verwischt. Vielleicht will er, dass ich ihm nun einen Gefallen tue. Oder er will mich in eine emotionale Zwangslage versetzen. Wer weiß das bei solchen Typen schon? Kamen Sie nicht gut mit Ihrem Vater aus? Er hat sich für nichts entschuldigt, so viel steht fest. Man soll zu seinen Fehlern stehen, selbst wenn man sie danach noch öfter wiederholt. Wie auch immer, unsere Probleme waren in einem anderen Leben. Ich habe 10 Jahre gebraucht, um heute hier zu sein. Und was mich betrifft, ist er nach wie vor ein Geist. Erzählen Sie mir von der Hugo Gernsback und ihrer Aufgabe. Fregatte in Privatbesitz. Als sie verschwand, habe ich mir die Missionspapiere angesehen. Nichts Besonderes. Typische Operation, Forschung und Abbau. Man findet einen unerforschten Planeten, steckt einen Claim ab und baut dann schnellstmöglich so viel Präsenz wie möglich auf, um die Konkurrenz auszuschalten. Ich denke, wir können uns das erlauben. Geben Sie die Koordinaten an Joker weiter. Das weiß ich zu schätzen, Commander. Ich rechne zwar nur mit alten Knochen, aber es wäre gut, den Fall endlich zu den Akten legen zu können. Keine Nachrichten für Sie, Commander. Geortet. Allgemeiner Notruf. MSV Hugo Gernsback. Registrierungsnummer BW46100340870. Aufprall und unplanmäßiger suborbitaler
gestartet. Ich habe etwas gefunden. Sonde gestartet. Bei Forschungsprojekten wird Element Zero für Upgrades von Bioverstärkern und Universalwerkzeugen benötigt. Gruppenmitglieder mit biotischen und Tech-Kräften werden dadurch erheblich effektiver. Sonde gestartet. Starte Sonde. Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Starte Sonde. Starte Sonde.
das Schiff gescannt. Ich registriere keine Lebenszeichen, aber es könnten sich dort noch nützliche Technologien oder Informationen befinden. Da ist es. Größtenteils noch intakt. Sie könnten den Aufprall überlebt haben, aber es ist Jahre her. Sieht aus, als wäre es nach dem Absturz verlassen worden. Sie hätten sonst versucht, so schnell wie möglich einen Sender aufzustellen. Nicht so weitermachen. Wir haben der Crew schreckliche Dinge angetan. In ihrem Zustand begreifen sie nicht mal mehr, was wir ihnen antun. Wenn man sie 2 Sekunden ablenkt, vergessen sie, was ihnen angetan wurde, noch bevor man die Blüte sieht. Das muss aufhören. Ich werde mit den anderen reden. Wiederhole. Giftalarm. Es droht rascher neuraler Verfall. So wie es aussieht, steht der Sender hier schon eine Weile. Warum sollte jemand Jahre warten, um ein Signal zu senden? Pause im Senderprotokoll beträgt 8 Jahre, 237 Tage und 7 Stunden. Pause gespeichert als Daten gelöscht durch den amtierenden Captain Ronald Taylor. Das stimmt nicht. Mein Vater war erst Offizier. Ronald Taylor wurde in Anwendung der Notfallbefehlsprotokolle befördert. Weitere entdeckte Probleme? Unsicheres Abbremsen, einheimische Nahrungsmittel und neuraler Verfall. Protokolle zur Senderaktivierung. Wer hat das Kommando über das Schiff? Wo sind die Überlebenden? Captain Harris Fairchild wurde bei unplanmäßigem suborbitalen Sinkflug getötet. Der erste Offizier Ronald Taylor wurde daraufhin zum amtierenden Captain befördert. Aber wo ist er jetzt? Der Aufenthaltsort der verbliebenen Crew der Hugo Gernsback ist unbekannt. Bei diesem Sender wurden bereits mehrere Wartungszyklen versäumt. Ich nehme an, unsicheres Abbremsen meint den Absturz. Details bitte. Nach einem unspezifizierten Einschlag und dem daraus resultierenden Ausfall des Unterlichtgeschwindigkeitsantriebs führte die Hugo Gernsback einen unplanmäßigen Sinkflug durch. Mit 465% der theoretisch empfohlenen suborbitalen Geschwindigkeit. Danach bremste die Hugo Gernsback mit 782% der theoretisch empfohlenen Landegeschwindigkeit ab, was zu schweren Schäden an Material und Crew führte. Die hiesigen Lebensmittel beeinflussen die Gehirnfunktion? Zu welchen Effekten führt das? Die Schädigung der Gehirnfunktion aufgrund eines chemischen Ungleichgewichts beginnt nach 7 Tagen der Aufnahme von lokaler Flora als Nahrungsmittel, unabhängig von Dekontamination oder Zubereitungsmethode. Der Einfluss auf höhere kognitive Prozesse und das Langzeitgedächtnis ist kumulativ und etwa nach 1 Monat signifikant. Es ist nicht bekannt, ob der neurale Verfall permanent ist. Diesbezügliche Datensammlung wurde nicht abgeschlossen. Warum wurde der Sender bisher nicht aktiviert? Der Notfallsender wurde 358 Tage und 12 Stunden nach dem unplanmäßigen suborbitalen Sinkflug der Hugo Gernsback betriebsbereit. Die Aktivierung erfolgte per Fernsteuerung, 8 Jahre, 237 Tage und 7 Stunden später. Auf Befehl des amtierenden Captains Ronald Taylor. Pause im Senderprotokoll gespeichert als Daten gelöscht. Kommen Sie, gehen wir. Durchsuchen wir das Schiff. Mein Vater hatte den Sender fast 9 Jahre lang. Vielleicht hat dieser neurale Verfall auch von ihm Besitz ergriffen. Muss wohl nach so langer Zeit. Das ist kein militärisches Schiff. Die Befehlskette einfach eine Stufe nach oben verschieben ist keine Lösung.
Captain Fairchild kannte seine Crew. Seinem Ersatz wird nicht der gleiche Respekt entgegengebracht. Ich hoffe ja, dass der Mann das Zeug dazu hat, aber ich bin's. Sie sind gekommen? Vom Himmel? Der Anführer hat gesagt, dass jemand kommen würde. Es hat lange gedauert, aber er hat noch immer Macht. Einige haben den Glauben verloren. Die Jäger, sie haben ihren Stern mit Sicherheit gesehen. Sie werden nicht zulassen, dass sie ihm helfen. Wovon reden Sie da? Das ergibt keinen Sinn. Ich weiß nicht mehr, wie man das ausdrückt. Er ist unser Anführer und wir dienen ihm, damit wir nach Hause können. Aber manche wollen ihn bekämpfen. Sie wurden verstoßen. Er hat sie verstoßen. Deshalb jagen sie seine Maschinen und alle, die ihm helfen. Sie glauben nicht, dass Rettung... Vorsicht! Jäger, Sie werden erst aufhören, wenn der Anführer nicht mehr ist. Umlegen, Handlanger des Lügners! Er wird nicht entkommen! Feinde! Hier am Boden! Auf! Genau zwischen die Augen! Treffer! Verfall, sondern galoppierender Wahnsinn. Mein Vater würde so etwas niemals zulassen. Hier stimmt etwas überhaupt nicht. Sie haben sie getötet, aber jeden Tag kommen mehr von ihnen. Sie wollen kämpfen, aber ich will nur nach Hause. Sie hat den Verstand verloren. Wir müssen jemanden finden, der das alles erklären kann. Komplett ausgeschlachtet. Die Tech gibt langsam den Geist auf. Die Jäger setzen ihn wirklich unter Druck. Ist das eine Ansiedlung? Hoffentlich freundlicher als die Gruppe am Strand. Ich brauche Antworten. Sie gehören zur selben Gruppe wie die, die uns angegriffen haben, sind aber friedlich. Es gibt hier keine Männer. Vielleicht reagieren die Geschlechter unterschiedlich darauf und nur die Männer werden gewalttätig. Möglich, aber die Frau am Strand sagte, die Verstoßenen seien als Jäger zurückgekommen. Das klären wir später. Einer von diesen Leuten muss doch wissen, was mein Vater mit all dem zu tun hat. Sie haben sein Gesicht! Er hat versprochen, den Himmel anzurufen, aber der schickt uns nichts! Er hat uns zum Essen gezwungen und damit zum Verfall. Und Sie tragen den Fluch seines Gesichts. Keine sehr angenehme Reaktion auf die Familienähnlichkeit, Jacob.
Warum sollte mein Vater seine Crew dazu zwingen, giftige Nahrung zu essen? Was immer hier vorgeht. Sehen Sie sich diese Vorräte von verdorbenen Lebensmitteln an. Sie haben seit ewigen Zeiten nur das giftige Zeug von hier gegessen. Das ist doch wohl offensichtlich genug. Die Jäger werden sie umbringen. Sie kämpfen, weil er sie verstoßen hat und weil er zu lange gewartet hat. Er ist böse. Er hat ein böses Gesicht, genau wie der andere. Er wacht über uns, beschützt uns. Und wir erfüllen dafür alle seine Forderungen. Er hat ein grausames Gesicht. Dieses grausame Gesicht. Ich kann nicht mit Ihnen sprechen. Ich will nicht bestraft werden. Gehen Sie weg. Sie sind genau wie er. Sie werden uns hier festhalten. Schießen ohne zu fragen? Langfristig sicher keine gute Lösung der Disziplinfrage. Er muss Gründe dafür gehabt haben. Vielleicht hat er sich nur verteidigt. Ich glaube, wir haben alle erwischt. Bitte, hierher. Sie haben sein Gesicht, aber sie kämpfen gegen seine Maschinen. Sie könnten das alles beenden. Das, ich habe vergessen, wie man liest, aber das war der Anfang. Was er versprochen hat und was sie mit uns gemacht haben. Wir brauchen den Himmel. Bringen Sie uns zurück zum Himmel. Jacob, was steht da drin? Es ist ein Logbuch der Crew. Manche von ihnen waren der Ansicht, dass die Reparatur des Signals zu lange dauerte. Sie hatten Angst, die Vorräte könnten ihnen ausgehen und sie würden wegen des Verfalls den Verstand verlieren. Mein Vater hat die Vorräte des Schiffes für sich und die Offiziere rationiert, damit sie nicht befallen werden. Alle anderen mussten die giftige Nahrung essen und konnten nur auf spätere medizinische Hilfe hoffen. Der Rest ist eine Liste der Toten. Einige wenige haben wegen der Entscheidung gemeutert. Mein Vater und die Offiziere haben die Max auf sie gehetzt. Er war keine Führungspersönlichkeit und das war sein Problem. Er konnte die Crew ohne Gewalt nicht mehr unter Kontrolle halten. Das war nicht das Ende. Es folgten weitere Vorfälle und drakonische Strafen. Als wären die Leute Vieh oder Spielzeug. Nach einem Jahr waren alle männlichen Crewmitglieder entweder verstoßen oder tot. Die Frauen wurden abgesondert und den Offizieren als Haustiere zugesprochen. Und nachdem der Sender repariert war, gab es auch unter den Offizieren Todesfälle. Nachdem. Mein Vater übernahm die Kontrolle und hat das Ganze nicht beendet. Steht etwas darüber da, ob man die Effekte der giftigen Nahrung behandeln kann? Nein, aber es sieht mir nach der richtigen Entscheidung aus. Denn wenn jeder darunter leidet, wer soll dann den Sender reparieren? Und dann käme keiner mehr hier weg. Aber sie haben ihn repariert. Und das Signal wurde erst jetzt gesendet. Langsam durchschaue ich die Hintergründe. Steht da, warum Männer und Frauen getrennt wurden? Oder ist es so schlimm, wie es aussieht? Nein, es wird dann immer unzusammenhängender. Möglicherweise sind die Männer schon früh gewalttätig geworden. Aber so wie es hier aussieht, ist das mit den Jägern noch nicht sehr lange aktuell. Für das, was er hier zugelassen hat, Shepard, fällt mir keine Rechtfertigung ein. Wir haben keinen der anderen Offiziere gesehen. Hat er sie umgebracht? Nach dem Absturz waren noch 5 von ihnen übrig. Mediziner, Ingenieure, welche von der Brücke. Also war es eigentlich kein Problem, den Sender zu reparieren und die Sicherheit der Crew zu gewährleisten. Etwa einen Monat nach der Reparatur des Senders sind alle innerhalb von einer Woche gestorben. Haben Sie eine Erklärung dafür? Immerhin ist er Ihr Vater. Ist er das? Nichts von all dem passt zu ihm. Höchstens noch die anfängliche Entscheidung. Aber der Rest? Deutlicher kann Machtmissbrauch nicht mehr sein. Ich muss diesen Mann finden. Thank you.
Himmel sei Dank, dass Sie hier sind. Meine Crew ist verrückt geworden. Ich bin gerade erst freigekommen. Die alte Leiche wurde bewusst so aufgestellt, wie eine Warnung. Die Neuen wurden da liegen gelassen, wo sie umgefallen sind. Die Jäger haben angefangen zurückzuschlagen. Gute Reise! Vorsicht! Nachdem die Crew bereitet, ich wurde, habe ich die Verteidigung automatisiert. Sie greifen immer noch an. Ich hatte keine Wahl. Werde den Schuss ausführen. Feinde! Mit Vergnügen! Verstanden. Ja. Bin dabei. Das ist wertvoll. Sie beschäftigt halten, sie ablenken, aber es wird immer gefährlicher. Zum Glück sind Sie jetzt hier. Er hatte seinen Spaß und jetzt will er weg. Dreckskerl. So verheizen. Dieses Ding ist nicht mein Vater. Kampfdrohne! Gute Reise! Verstanden. Natürlich! Mit Vergnügen! Das war's für dich! Aktiv.
hören, wie er das alles hier rechtfertigt. Keine Ziele mehr. Sie sind hier. Ich wusste, dass eine ordentliche Truppe es problemlos schaffen würde. Tut mir leid, dass die Mechs ihre Panzerung ein bisschen in Unordnung gebracht haben. Ich besorge Ihnen was Hübsches, wenn wir wieder im Gebiet der Allianz sind. Ich erwarte nicht unbeträchtliche Gehaltsnachzahlungen. Was ist mit Ihrer Crew? Amtierender Captain. Total Verlust. Die giftige Nahrung hat sie alle durchdrehen lassen. Sie haben mich bei einer Art Ritual hier aufgestellt. Es war die Hölle, auf eine Chance zu warten, endlich ein Signal absetzen zu können. Was Besseres fällt Ihnen nicht ein? Lassen Sie immer zu, dass Ihre Leute Widerworte geben? Ach, wer sind Sie überhaupt? Commander Shepard von der Normandy. Mr. Taylor kennen Sie ja vermutlich schon. Taylor? Jacob? Nein, nicht Jacob. Warum nicht? Was hier 10 Jahre lang abgelaufen ist, würde auf niemanden in der ganzen Galaxie anders wirken. Du musst verstehen, das bin nicht ich. Die Erfordernisse eines Führungspostens verändern dich. Und ich war dafür noch nicht bereit. Ich habe dafür gesorgt, dass du alles Nötige weißt, bevor ich wegging. Ich hatte gehofft, damit wäre es erledigt. Mit mir kann man wirklich reden, Captain. Aber 10 Jahre? Was ist geschehen? Verdammt nochmal! Warum hast du das deiner Crew angetan? Es gab Widerstand gegen den Plan. Eine Meuterei. Wir mussten hart durchgreifen, um Ordnung zu halten. Und die Dinge haben sich wieder beruhigt. Als der Verfall losging, haben wir dafür gesorgt, dass die Crew es bequem hatte. Manche schienen sogar zufrieden zu sein als vorher. Unwissenheit ist ein Segen, richtig? Und sie waren dankbar dafür, dass sie geführt wurden. Es war wie ein Instinkt. Mit totaler Autorität war es einfach. Zunächst. Nach einigen Monaten senkte der Effekt alle Hemmschwellen. Sie wollten ein Revier. Rang und Vorschriften bedeuteten ihnen nichts mehr. Wir mussten ein Herrschaftssystem etablieren. Nach einer Weile war anscheinend alles wieder normal. Ist das alles? Du hast einen Harem geschaffen und König gespielt? Und 10 Jahre lang in einer Pubertätsfantasie gelebt? Ich weiß nicht mehr, an welchem Punkt plötzlich alles schiefging. Aber als das Signal bereit war, schien es mir keine gute Idee mehr zu sein, die Vorfälle publik zu machen. Was ist mit den anderen Offizieren geschehen? Anders hat sein Gewissen etwas zu spät entdeckt und konnte nicht mehr zurück. Er hatte einen Unfall. Die Lage wurde heikel. Am Ende war ich nun mal der mit den Mechs. Die Exempel, die ich statuiert habe, waren ein wenig radikal, aber... Als ich alles wieder beruhigt hatte, war ich freundlich zu meinen Leuten. Ich hatte mir ein wenig Frieden verdient. Du bist mit deinen Leuten umgesprungen, als wären sie Spielsachen. Gegenstände. Die Vorräte vom Schiff konnten nicht ewig reichen. Sie mussten wissen, dass es eines Tages vorbei sein würde. Wenn man alleine ist, halten die Vorräte länger. Außerdem gibt es unangenehmere Aussichten für den Ruhestand, als die Kleider auszuziehen und sich den Sabberen anzuschließen. Das war natürlich, bevor die Jäger auftauchten. Dumm oder nicht, ich würde es merken, wenn sie mich in die Finger bekämen. Sie wollen Blut. Und ich würde meins lieber behalten. Alles ist nur deine Schuld. Einfach alles. Hatten Sie kein Verantwortungsgefühl?
Wollten Sie nicht um Ihre Familie willen von hier weg? Ich habe ihm einen guten Start ermöglicht. Er war ein kluges Kind. Und es war besser für ihn, mir nicht zu folgen. Das hatten wir herausgefunden, lange bevor ich Aufträge im Weltraum annahm. Und nachdem die Lage hier eskalierte, schien es mir das Beste zu sein, ganz von der galaktischen Sternenkarte zu verschwinden. Bis du jemanden gebraucht hast, der deinen Arsch rettet. Was hat die Männer dazu veranlasst, sich zu verändern und sie zu bedrohen? Auf diesem Planeten gibt es seltsame Zyklen. Ich habe hier Pflanzen gesehen, die es nirgendwo sonst gibt. Seltsame Wettererscheinungen. Vielleicht haben sich einige von uns ein bisschen zu gut angepasst. Und wenn du sie wie Tiere behandelst, dann werden sie zu Tieren? Wir können diesen Leuten helfen. In ein paar Tagen können Cerberus-Schiffe hier sein und alle wegbringen. Er ist den Treibstoff nicht wert und auch nicht die Luft, die er atmet. Er kann von Glück sagen, dass er es nicht mal wert ist, dass man seinetwegen den Finger am Abzug rummacht. Ich weiß nicht, wer du bist. Der Vater, den ich kannte, bist du jedenfalls nicht. Wir bringen ihn vor ein Allianzgericht. Für jedes Jahr hier wird er 10 bekommen, in denen er über alles nachdenken kann. Er wird alle Zeit der Galaxie brauchen. Denn wer so etwas tut, hat keine Ahnung mehr von richtig und falsch. Tut mir leid, Jacob. Ich habe mein Bestes getan. Vor 10 Jahren hätte ich das noch geglaubt. Schiffe sind auf dem Weg hierher, um Captain Taylor und seine Crew abzuholen, Commander. Bis sie ankommen, sind wir längst weg. Sie sollen nicht mal unsere Rücklichter sehen. Wird gemacht. Was soll das heißen? Sie waren es nicht? Jacob, wenn ich die Information über die Gernsback hätte durchsickern lassen, würde ich angesichts ihrer Lösung der Situation jetzt lächeln. Ich lächle aber nicht. Nichts passiert auf diesem Schiff, meinem Schiff, ohne einen Bericht darüber an Sie. Ich hatte genauso wenig Veranlassung zu glauben, dass Jacobs Vater noch lebt wie er selbst. Aber es freut mich zu erfahren, dass Sie die Situation gemeistert haben. Also schön. Sie waren es nicht. Wer dann? Ich war's. Das passt. Wer sonst hat Zugriff auf die Kanäle von Cerberus? Es war nicht mal geheim oder so, nur seltsam. Es gab mal eine Zeit, als das für sie von Bedeutung war. Die Information loszuschicken war wie das Einlösen eines alten Versprechens. Und ich halte meine Versprechen. Miranda, wir besprechen Ihre liberale Auslegung des Sicherheitsprotokolls unter 4 Augen. Shepard? Jacob? Ist alles in Ordnung, Jacob? Alles unwichtig, Shepard. Captain Taylor kann auch im Knast verrotten. Es ändert nichts daran, wer ich bin oder was ich weiß. Den Mann, der er einmal war, habe ich längst betrauert. Vermutlich war er als Vater gut genug, denn nicht mal er kann ruinieren, was er mir früher mal beigebracht hat. Sie hatten keine Ahnung, dass Miranda dahinter steckte? Nein. Sie hat ein gutes Gedächtnis. Selektiv, aber gut. Ich hatte an diese Zeit schon ewig nicht mehr gedacht. Trotzdem weiß ich nicht, was für ein Versprechen sie meinte. Ich will es eigentlich auch gar nicht wissen. Sie verdient einen besseren Mann als mich. Kommen Sie, wir haben noch einiges zu tun. Zu Befehl, Commander. Shepard, danke für die Hilfe. Jederzeit, Jacob. Thank you.
Starte Sonde. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Starte Sonde. Starte Sonde. Sonde unterwegs. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Sonde gestartet. Starte Sonde. Sonde gestartet. Sonde gestartet. Starte Sonde. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Sonde gestartet. Sonde gestartet. Unseres Treibstoffs ist noch übrig. Starte Sonde.
Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Sonde gestartet. Starte Sonde. Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Sonde unterwegs. Sonde unterwegs. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Starte Sonde. Starte Sonde. Sonde unterwegs. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Starte Sonde. Sonde gestartet.
Sonde gestartet. Starte Sonde. Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Sonde gestartet. Sonde gestartet. Starte Sonde. Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Sonde unterwegs. Sonde unterwegs. Sonde unterwegs. Starte Sonde. Sonde unterwegs. Starte Sonde.
Starte Sonde. Sonde unterwegs. Ich habe eine Anomalie geortet. Beim zweiten Patrouillenflug auf der Sonde überlebt. Starte Sonde. Nicht, was sie erwischt hatte. Die Scanner haben etwas gefunden. Starte Sonde. Starte Sonde. Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Sonde gestartet. Starte Sonde. Sonde unterwegs. Starte Sonde. Starte Sonde. Starte Sonde. Sonde unterwegs. Starte Sonde. Sonde gestartet. Starte Sonde.
Das müsste ihre Panzerung durchdringen. Nehme Deckung. Noch eine. Bestätige. Kapiert. Verstanden. Das müsste sie ausbremsen. Verstanden. Verstanden. Ja, direkt auf den Arsch. Okay, Shepard. Direkt hinter Ihnen. Verstanden. Alles klar. Ja. Alles klar. Ich komm schon hin. Verstanden. Geh in Deckung. Bin dabei. Zeit zu sterben. Verstanden. Kapiert. Ich bin dabei. Ja! Unterwegs. Meine Schilde sind unten. Ich gehe rein. So muss es sein! Verstanden! Suche mir Deckung!
Volle Deckung! Unterwegs! Sonde gestartet. Starte Sonde. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Sonde gestartet. Sonde unterwegs.
Starte Sonde. Sonde unterwegs. Sonde unterwegs. Starte Sonde. Sonde unterwegs. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten.
Es tut mir leid, aber damit kann ich Sie nicht an Bord eines Shuttles lassen. Aber das ist ein Ritualgegenstand meines Volkes. Sir, das ist ein Sägemesser mit 15 cm Klingenlänge. Alle Menschen sind Rassen. Ich hatte gedacht, es wäre vielleicht nett, zurückzukehren und zu sehen, was sich alles verändert hat. Aber es ist genau wie früher. Schmutzige Straßen, skrupellose Aasgeier, Gefängnisse mit Drehtüren. Hier für Sicherheit zu sorgen. Schön, schön. Ich brauche nur ein paar Gewürze. Amino, rechts und links drehend, falls Sie das führen. Gewürzdrehungen mischt man nicht. Auf welcher Kochschule sind Sie denn gewesen? Auf gar keine. Grüße, Erdenclan. Hier stehen viele ausgezeichnete Schiffe zum Verkauf. Mit nur minimalen Gebrauchsspuren. Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Ah, mein Lieblingskunde. Was darf's denn sein? Ich sehe mich nur um. Danke. Ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen. Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Hier steht, dass Nervenerweiterungen hin und wieder motorische Störungen als Nebenwirkung haben. Jake rennt so gerne. Was ist, wenn er dadurch umfällt? Jake geht es blendend. Tupari, jetzt auch erhältlich. Ich habe gerade auf dem Bezirksmarkt mit ihm gesprochen. Er schickt mich. Kommen Sie schon. Wofür brauche ich denn einen Serviceauftrag? Bezirksmarkt? Warum kommen Sie dann zu einem Lagerhaus des Sekera-Bezirks? Er sagte, es wäre keiner mehr vorrätig. Deshalb sollte ich hierher kommen. Von einem Serviceauftrag hat er nichts gesagt. Ohne Serviceauftrag kann ich Ihnen wirklich nicht helfen. Irashimas! Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Wissen Sie, was gut ist? Allianz-Korsa. Die Schlachten sind ziemlich realistisch, aber es macht trotzdem Spaß. Und es lässt sich auf einem Universalwerkzeug installieren. Kann ich etwas für Sie tun? Ich habe bemerkt, dass Sie einer der Hausmeister des Präsidiums sind. Wissen Sie, ob es in den Seen Fische gibt? Das werde ich oft gefragt. Kommt gleich nach, wo sind die Toiletten? Das sind Wasserspeicher, nur für das Präsidium, getrennt von den Vorratstanks in den Bezirken. Ich kenne nur einen einzigen Ort in der ganzen Station, wo es lebende Fische gibt. Und das ist die Leia Sanasis Geschenkboutique.
Wenn ich mir ein Glas Wasser einschenke, ist das dann dasselbe Zeug, in das die Touristen ihren Müll reinwerfen? Nein, es wird vorher aufbereitet. Wenn Bakterien von Salarianern oder Menschen drin wären, könnten Turianer oder Quarianer daran sterben. Alles wäre viel einfacher, wenn wir alle die gleiche DNS hätten. Aber nein, das Universum steht ja auf Abwechslung. Wo ist diese Geschenkboutique? Beim Markt unter der Bar. Die Lea verkauft Aquarien, weil Fische die größten Haustiere sind, für die die meisten Stationsbewohner eine Genehmigung bekommen. Danke für Ihre Hilfe. Kein Problem. Wenn Sie mal oben im Präsidium sind, sehen Sie sich die Mehlblumen gegenüber der Röhre an. Hiroshimas! Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Ah, mein Lieblingskunde. Was darf's denn sein? Ich sehe mich nur um. Danke. Ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen. Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Guten Tag, Bürger. Willkommen. Ich sehe mich Kommen Sie bald wieder, Shepard. Moment, das war doch bestimmt ein Trick. Er hat mich an den falschen Ort geschickt, nur um mich loszuwerden. Darüber weiß ich wirklich nichts. Ich versuche seit 2 Jahren diese Rückerstattung zu kriegen. Seit 2 Jahren. Ich werde jetzt nicht aufgeben. Ihr Leben wäre viel einfacher, wenn Sie Serviceaufträge und Quittungen aufheben würden. Schon mal Ramen probiert? Auf der Erde sind sie eine. Grüße, Erdenclan. Hier stehen viele ausgezeichnete Schiffe zum Verkauf. Mit nur minimal. Kommen Sie schon, bitte. Sie müssen mir helfen. Ich muss etwas Feines zubereiten. Es geht um ein Rendezvous. Was wollen Sie? Warum interessieren Sie sich so brennend für Fische aus dem Präsidium? Weil es dekadent ist. Einen Fisch aus dem Präsidium zu essen, das wäre so, als ob man Shaira vögelt. Igitt, Asari sind doch so glitschig. Wo willst du dich denn da ordentlich festhalten? Ich habe mit einem der Hausmeister des Präsidiums gesprochen. Er hat gesagt, in den Seen dort gibt es keine Fische. Was? Habe ich doch gesagt. Wozu denn das viele Wasser, wenn man darin nichts Essbares unterbringt? Verstehe diese Aliens wirklich nicht. Danke, dass Sie es ihm gesagt haben. Er hat den ganzen Tag von nichts anderem geredet. Das ist deprimierend. Komm, wir suchen uns ein Turian. Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf das... Willkommen zurück. Ich stöbere nur. Natürlich, lassen Sie sich Zeit. Thank you.
Commander, Morden hat um ein Treffen mit Ihnen gebeten. Waren Sie nicht ursprünglich auf Horizon stationiert? Ja. Commander, die Lebensmittel von Ihnen waren perfekt. Ich schulde Ihnen was. Ich habe bereits mein berühmtes Calamari-Gumbo zubereitet. Hier, probieren Sie mal. Ehrlich gesagt basiert es auf einem Rezept der Asari. Ich finde es ja ein bisschen kannibalistisch mit den kleinen Tentakelköpfen und so. Aber vom Kochen verstehen die wirklich was. Wie auch immer, nochmals vielen Dank. War wirklich nett von Ihnen. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Haben Sie alles, was Sie brauchen? Unbedingt. Seit Sie meine Küche mit anständigen Vorräten versorgt haben, nochmals vielen Dank. Ich werde Ihre Zeit nicht länger in Anspruch nehmen. Zurück an die Arbeit. Der Zugang zum VI-Kern ist beschränkt. Der Zugang zur Lebenserhaltung ist beschränkt. Die Leute reden da draußen. Und ich höre alles. Lachen Sie nicht. Ich mag solche Bücher. Liebesromane, Krimis, die Klassiker. Richtiges Papier in der Hand zu haben, ist etwas Besonderes. Und der Geruch. Sehr entspannt. Keiji hat bei unseren Aufträgen immer Bücher für mich mitgenommen. Manche davon sind wertvoller als die Sachen, die er stehlen sollte. Ich weiß Ihre Hilfe bei dem Hockraub wirklich zu schätzen. Ich bin Keijis Greybox durchgegangen. Es ist schön, ihn wiederzuhaben. Wenn auch nur in dieser Form. Ich vermisse ihn. Kollektoren haben also New Kenton angegriffen? Ja, aber meine Frau und meine Tochter sind gerade noch raus. Shepard, die Herrentoilette ist auf der Backbordseite des Schiffes. Shepard, wichtige Neuigkeiten. Weiß, dass Sie beschäftigt sind. Müssen uns um die Kollektoren kümmern. Einen Angriff planen. Kann nicht warten, zu wichtig. Habe gerade Daten erhalten. Werden noch verarbeitet. Analyse wahrscheinlicher Szenarien. Weiß gar nicht, wo beginnen. Zu viele Informationen. Erinnern Sie sich an meine Arbeit? Das Studium der Genophage? Frischen Sie mein Gedächtnis auf. Studierte die Genophage als Teil der Special Task Group. Überprüfte die Krogana-Population. Stellte sicher, dass die Genophage funktionierte. Hab ihnen nicht alles erzählt. Entdeckte, dass die Kogana-Population zu schnell wuchs. Genophage wurde überwunden. Schritte waren nötig. War Leiter eines Teams. Erstellte neue Version der Genophage.
setzte sie auf Tuchanka und anderen Kolonien frei. Krogana-Population wurde wieder stabilisiert. Die erste Genophage war ein Fehler und fast ein Kriegsverbrechen. Wie konnten Sie das ein zweites Mal tun? Genau die befürchtete Reaktion. In kleiner Zahl sind Kurgana mitleiderregend und tragisch. Galaxie bedauert Freisetzung der Genophage. Aber in großer Zahl Expansion, Aggression, Krieg. Kurgana zu gefährlich. Mussten aufgehalten werden. Erste Genophage war notwendig. Kulturelle Zersplitterung machte modifizierte Genophage sogar noch notwendiger. Wir sind nicht fertig, Morden. Sie können nicht einfach so eine Bombe fallen lassen und dann weggehen. Können Ethik später besprechen. Gibt dringendere Fragen. Bloodpack-Söldner haben früheres Teammitglied gefangen. Malen. Wurde zuletzt auf Tuchanka gesehen. Wird möglicherweise gefoltert, um ein Exempel zu statuieren. Sie würden mir einen persönlichen Gefallen tun, wenn wir Malen rausholen könnten. Wir fliegen nach Tuchanka und versuchen, ihr Teammitglied zu finden. Das weiß ich zu schätzen. Mein Assistent, mein Schüler, möchte ihn in Sicherheit wissen. Malen wurde zuletzt außerhalb des Erdnut-Gebiets gesichtet. Kundschafter haben vielleicht Bloodpack gesehen. Mit ihnen oder Clanführer reden. Jack würde gerne mit Ihnen reden, Commander. Im Kopf kriechen Gedanken herum wie kleine Käfer. Ich kann sie nicht abschalten. Sie wissen, dass meine Vergangenheit mit Cerberus zu tun hat. Wissen Sie auch, wie weit das zurückgeht? Ich höre mir alles an, was Sie zu sagen haben, Jack. Ihr Kumpel, der Unbekannte, habe ihn nie gesehen. Aber Cerberus hat mich aufgezogen. Meine erste Erinnerung ist meine Zellentür in einer Cerberus-Basis. Sie haben Experimente gemacht, mich unter Drogen gesetzt, mich gefoltert. Jede Chance, normal zu werden, haben sie mir genommen, weil sie aus mir eine Superbiotikerin machen wollten. Die Ärzte, die anderen Kinder, sie haben mich alle gehasst. Sie haben mich leiden lassen. Was wollten die damit erreichen, dass sie ein kleines Mädchen gefoltert haben? Es ging darum, dass Schmerz mentale Barrieren einreißt und man dadurch mehr biotische Kraft freisetzen kann. Irgendwann hätte sich das Ganze sicher ausgezahlt. Aber ich hätte nichts davon gehabt. Ich steckte ja verkabelt in einer Zelle. Haben Sie gefoltert, nur um rauszufinden, ob man so einen stärkeren Biotiker machen kann? Das war alles? Ich war nicht in der Position nachzufragen, Shepard. Da war nur ein weinendes kleines Mädchen in einer Zelle, das darum bettelt, dass der Schmerz aufhört. Wie sind Sie da rausgekommen? Es gab irgendeinen Notfall und ich hab's einfach versucht. Die anderen Kinder kamen aus ihren Zellen und haben mich angegriffen, genau wie die Wachen. Ich habe alles getötet, was mir im Weg stand und bin gerannt. Meine Biotik hatte sich wohl schneller entwickelt, als sie gedacht hatten. Ich habe es geschafft, mit einem Shuttle zu starten und trieb dann im All, bis ein Frachter mich aufgesammelt hat. Die Crew hat mich erst missbraucht und dann verkauft. So endet die erbauliche Geschichte meiner Flucht. Es gab andere Kinder in der Basis? Ich wusste nicht viel über sie. Ich war woanders untergebracht. Sie haben mich gehasst, wie alle anderen dort. Als ich ausgebrochen bin, musste ich mich durch alle durchkämpfen. Ich hab's ihnen gezeigt. Aber es gibt immer noch ein loses Ende, um das ich mich kümmern muss. Was wollten Sie damit? Es ging darum, dass irgendwann hätte sich das Ganze sicher ausgezahlt. Aber ich hätte nichts davon gehabt.
Ich steckte ja verkabelt in einer Zelle. Sie stehen aber auf die Macht, die Sie ihnen gegeben haben. Sie haben mir nie eine Wahl gelassen. Und Sie sind völlig sicher, dass die Anlage von Cerberus betrieben wurde? Ich war ein Kind, aber ich war nicht blöd. Ich kann zuhören. Es war Cerberus. Und mir ist egal, wie weit unten in der Befehlskette die Anlage war. Sie hielten sich für oberschlau. Aber wenn man jemandem zu lange im Schädel rumfuhrwerkt, wird aus einem verängstigten Kind ein ziemlich mächtiges Miststück. Verdammte Idioten. Ich rede mit dem Unbekannten. Ich hoffe für ihn, dass er ein paar Antworten hat. Er wird einfach alles abstreiten. Darum geht es mir auch gar nicht. Ich habe die Koordinaten in ihren Daten gefunden. Ich will zur Anlage Teltin auf Pravia, wo ich gefoltert und unter Drogen gesetzt wurde. Ich will zum Zentrum der Anlage, in meine Zelle. Ich will dort eine scheißgroße Bombe deponieren. Und ich will aus dem Orbit beobachten, wie sie hochgeht. Ein Angriff auf unsere Verbündeten gefährdet unsere Mission. Keine kluge Aktion. Die Akten sagen, die Anlage wäre nach meiner Flucht geschlossen worden. Sie steht seit Jahren leer. Es dürfte doch niemanden stören, wenn ich eine Müllhalde hochjage. Sie sind Ihr ganzes Leben damit zurechtgekommen. Warum muss es jetzt sein? Wie gesagt, ich habe die Koordinaten in Ihren Daten gefunden. Sie können nicht erwarten, dass ich mit solchen Informationen die Hände in den Schoß lege. Ich lasse Kurs auf Pragia nehmen. Ich schulde Ihnen was, Shepard.